Ja, das spritzt weiter, obwohl ich das Ding gar nicht mehr haben. Und das ist Bullshit. Imagine, du schwitzt einfach in der Demo. Rock natürlich, gib ihm die Frisur. Das war kleiner Jojo. Aber es gibt eine Sache aus Splatoon 2, die wiedergekommen ist, die mir nicht gefällt. Oh, das was ich jetzt sehe, oder? Ja, wenn du das meinst, dass du auf dem Plaza, dass du da nur 30 nee. FPS hast, ja, das meine ich. Nee, ich meine, dass ich unskippable Cutscenes wieder habe. Ja, das auch. Also ich finde die Stadt hier ziemlich cool, weil du hier wirklich was entdecken kannst. Hier gibt's ein bisschen mehr zu erkunden, so ein Splatoon 1 und 2. Alter, ich hab voll viele Waffen! Viereck. Ja, hier kannst du alle ausprobieren. Ja, den quast du auf jeden Fall. Aber du levelst hier nicht. Ja, weil das ja auch noch die kostenlose Demo ist. Ja, ah, okay, der Bogen ist eher offensiv. Ja, ist er. Man kann mit dem echt weit schießen, finde ich. Ich hab das keine Splatana übrigens. Ich hab das Splatana ausprobiert, aber das Standard Splatana mag ich nicht so. Also da wird es wahrscheinlich noch andere geben, die ich besser finde. Kids okay, was auch. Macht die Ult? Ach, das visiert Gegner an und schießt sie dann instant tot. Splatbot? Was macht denn ein Splatbot? Ist das ein Gegner? Dann hast du da, ja, dann hast du einen Bot, gegen den du üben kannst. Ach, ich kann auch zweimal aufladen. Ja, wenn du gedrückt hältst, dann machst du so einen stärkeren Schlag. Aber der geht automatisch nach oben. Der Schuss. Nee, das sieht nur so aus. Ach so, nee, das ist nur, wenn er einen Gegner findet in der Nähe. Dann versucht er da hin zu aimen, okay. Ja, und jetzt wartest du bis Spieler. Okay, das ist cool, dass man hier warten kann währenddessen. Dass du mich die ganze Zeit hört. Guck mal hier. Warte, das ist ja ganz normales Aufladen, ne? Mhm. Und wenn ich jetzt auf den visier, geht automatisch nach oben. Siehst du das? Ja, ein bisschen Aim Assist. Auto-Aim, ja. Oh, ich dachte gerade zur Verbindung abgebrochen. Ja, bei mir ist das übrigens jetzt so, wenn in den ersten 30 oder in der ersten Minute einer aus deinem Team rausgeht oder irgendwie, dann wird der Kampf abgebrochen. Ja, war schon immer so. Nee, das war nicht früher so. Wenn du einen Disconnect hattest, dann musstest du damit leben. Wieso bin ich nur Spieler? Du spielst gleich den Müllmodus. Du spielst gleich den Müll. Noch da. Juhu! Aber die Musik ist richtig geil. Ich finde sie ganz nett. Da oben war jemand, glaube ich. Da unten! Ja, hier musst du jetzt halt dafür sorgen. Da sind drei Teams! Ja. Du musst jetzt halt dafür sorgen, weil du ein Viererteam bist, dass die nicht an die Mitte kommen, weil sonst ist es sofort. Du hast verloren. Mike, du hast verloren, du kannst aufgeben. Was, warum? Du kriegst es nicht mehr weg jetzt. Was ist die das? Haben jetzt das Ding aktiviert. Ja. Aber das spritzt weiter. Guck da rechts, es spritzt weiter, obwohl ich es nicht mehr habe. Was war das denn? Siehst du es, Mike, rechts? Guck mal nach rechts. Da, das spritzt weiter, obwohl ich das Ding gar nicht mehr haben. Und das ist cool. Ich versteh's halt nicht. Ist das der einzige Modus oder ist das nur Splatfest-Modus? Nein, es gibt auch normalen Modus. Okay, es ist nur Splatfest. Das ist immer zufällig. Bro, Junge, ich. Lass mich doch einmal ankommen! Aber guck mal, das Beschissene ist halt einfach. Die müssen das nur dreimal aktivieren und danach hast du keine Chance mehr, weil du kannst das nicht mehr ausstellen. Guck, das spritzt die ganze Zeit, ne? Siehst du ja. Und das kriegst du nicht mehr weg. Mitzi, ich kann gar nichts machen. Das kriegst du nicht mehr weg. Das ist halt einfach unfair. Aber warum bin ich denn das Viererteam? Ich möchte das Zweierteam sein. Ja, weil Team Schere gerade in Führung liegt. Ach so, oh, zum Balancing. Das Viererteam. Ja, aber das ist halt unfair, weil du hast keine Chance als Viererteam hier. Ja, ich hab einen bekommen! Tee. Du hast den Tee getrunken. Lecker. Die Sache ist doch, da ist doch jetzt niemand, ne? Niemand ist da. Außer der jetzt. Jetzt killst du den und dann geht es trotzdem weiter. Guck, und es geht trotzdem weiter. Ja, dann. Was für Scheiße. Mike, guck mal, das ist so, als würdest du den Turmmodus spielen. Und du beseitigst alle vom Turm und der Turm geht einfach weiter. Oh, das Bob, Bob, Bob. Ja, perfekt. Das ist so, als würdest du Payload spielen, ja? In Overwatch oder in Team Fortress. Hier ist noch niemand. Ja.
Das ist so, als würdest du das in Team Fortress spielen. Du beseitigst alle vom Kart, ne? Und das Kart bewegt sich weiter. Ja, weil so ich bin! Nein! Du hast also, als Vierer-Team keine Chance. Das ist halt mit Absicht so gemacht, dass du keine Chance hast. Ich weiß nicht, wie man hier als Vierer-Team gewinnen soll. Weil der Modus funktioniert quasi so, dass die zwei Zweier-Teams in die Mitte gehen müssen. Und dieses Ding da aktivieren müssen, ne? Hast du gesehen, diese Tower da? Und dann spritzt der die Farbe von dem Team. Wieso hat er jetzt zwei Kinder? Na, weil es jetzt, weil man hier dafür natürlich drei Schiedsrichter braucht. Warum zeigen die den Mittelfinger? Was? Hä? Haben sie doch gar nicht. Die Waffe ist zwar stark, aber damit kann man nicht gut einfärben. Das hat mir gerade in der Runde sehr gefehlt, deshalb. Was gibt's noch für neue Waffen? Ist das hier neu, der Hydrant? Nee, den gab's schon. Den gibt's schon seit Splatoon 1. Der Turner und der Bogen sind neu. Nur die beiden. Okay, ich nehme jetzt auf jeden Fall das in der Demo. Mal. Hä? Wir sind in der Lobby! Hi! Musi, beweg dich mal! Geht nicht, ich bin hier in dem Menü gefuckt. Komm! Junge, wie du bei mir aussiehst, guck mal! Du siehst doch voll. Guck! Du bist einfach 2D! Ja, ich weiß. Wenn du von oben guckst, sieht es richtig komisch aus. Paper Splatoon. Oh, das ist cool. Okay, das Splatella gefällt mir. Mike, siehst du das eigentlich? Was denn? Hast du das? Was denn? Spam die ganze Zeit cool. Ja, man sieht das. Boah, ist der krass, der Alter, der kämpft ja richtig realistisch. Ich bin gestorben, der Kampf beginnt. Och, Splash, nee, schon wieder. Monja, guck mal, Monja! Ich hab diesen Modus jetzt schon ein paar Mal gespielt und kein einziges Mal gewonnen. Wir haben immer haushoch verloren. Das geht nämlich einfach nicht. Du kannst hier nicht als Vierer-Team gewinnen. Die anderen Zweier-Teams haben zu große Vorteile. So, und jetzt müssen wir das verteidigen. Und vor allem, wie sollen wir das verteidigen und gleichzeitig einfärben? Das geht gar nicht. Wieso kann man das nicht selber benutzen? Weißt du, die können das benutzen, ja, so OP ja, und wir nicht. Weil wir zu viert sind, Mike. Wir sind zu viert. Die denken, ja, das schaffen wir auch ohne. Und guck, jetzt haben sie es aktiviert und jetzt wird für immer dieser Sprinkler anbleiben. Das ist einfach zu overpowered. Glaubst du, die fixen das noch? Na, hoffentlich. Ich hoffe, die balancen das noch ein bisschen. Ja, ich hab ihn bekommen! Guck mal, die haben das jetzt verloren, aber dieses Ding macht weiter. Das ist einfach unfair. Das sollte aufhören, denn... Junge, das ist doch... Guck mal, wenn du jetzt Payload spielst, dann geht auch das Kart auch nicht weiter, wenn du da weg bist. Oder? Fuck! Okay, ich bin mir sehr unsicher, was ich mehr mag. Katana oder Pinsel. Das sind beide sehr gut. Hä, wir liegen vorne! Ich mag das Standard-Katana überhaupt nicht. Ich hoffe, da gibt's noch ein paar andere... Abwandlungen dann. Ja, natürlich gibt's Abwandlungen, das wäre lächerlich. Wenn ja, aber die halt besser sind. Die besser sind auch. Ja, na klar. Team Blau ist jetzt krass in Führung, weil sie diese overpowerte Unterstützung haben. Ich finde das so bescheuert, dass wir das gar nicht mehr wegkriegen. Du hast halt eine Chance und wenn du die vermasselst, hast du verloren. Okay, imagine, du schwitzt einfach in der Demo. Ja, alle schwitzen hier. Das ist die f***ing Demo, du kriegst nichts dafür. Das ist nur, um das Spiel einmal auszuprobieren. Und du denkst dir, dass nichts Besseres zu tun, als das Play of the Game ever für dich zu machen. Und dann kriegst du gar keine XP dafür. Du kriegst gar nichts dafür. Ich weiß nicht, warum man sich so viel Mühe gibt. Wir haben verloren. Wir sind Letzter. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Boah. Also, dass wir Letzter sind? Nee. So komplett chancenlos, also... Immerhin hat Monja gewonnen. Wer ist das? Ilu, wer ist das? Der Hallo? Ist bei uns im Team. Siehst du das? Ja. Du drehst dich ganz langsam. Ja, warum? Willst du mal oben unten ganz schnell? Mach ich doch. Bei mir machst du aber nur eine Animation. Ja, wahrscheinlich kann man... Wird es in der Übertragung nicht gespammt. Ja, aber sowas von Pinsel ist sowas von mein Main. Das war ja eigentlich schon immer. Nee, vorm Pinsel war der Geroller mein Main. Aber mit dem Pinsel bin ich halt so viel agiler. Der Roller ist mir zu fett. Aber den spiel ich trotzdem manchmal. Einen Roller habe ich auch eine lange Zeit gemaint. Och Junge, kommt jetzt nur auf das oder was? Ah, anscheinend.
ist gerade vielleicht in der Rotation das Minigame. Müssen wir 2 Minuten warten. Vielleicht können wir in der nächsten Runde ein anderes Minigame spielen. Ja, natürlich da ganz hinten. Warum sollte ich woanders spawnen wollen? Erklär's mir. Ich schmeiß einfach eine Bombe zu blau. Was zum... Ja. What the fuck? Das oder Ding ist halt so, du spritzt es einmal ab und es ist kaputt. In Version 2 gab es irgendeinen Modus, da musstest du so ein Viech die ganze Zeit abspritzen und irgendwann nach einer Zeit geht es dann endlich kaputt und dann hast du es. Aber hier, instant. Ach so, ja, Goldfischkanone meinst du. Das ja, das kann sein, dass es das war. Habe ich nicht so oft gespielt, aber es gab auf jeden Fall so einen Modus. Ich glaube, das meinst du. Aber das, was mich stört, ist... Es wäre ja alles okay, wenn die es einfach so machen würden, dass die Sprinkler aufhören, wenn die das Teil verlieren. Aber so ist es nicht, es geht immer weiter. Und das macht es unfair. Hab ihn! Wenn sie es einmal haben, haben die diesen Support für immer. Ist denn gelber? Nee. Okay. Aber so können wir das echt gut angehen, wenn einfach einer immer in der Mitte bleibt. Wir werden trotzdem niemals gewinnen. Das habe ich davon, wenn ich Wickman wähle. Wieso stirbt er nicht? Hallo! Jetzt! Alter! Das sind extrem viele Leben! Okay, ihr müsst euch jetzt wieder verteilen, ich bleib in der Mitte. Wo ist er? Da ist einer. Yes! Hab ihn! Ich bin, glaube ich, der einzige Splatoon-Spieler, der sich freut, wenn ich jemanden kill. Vor allem am Ende wird es einfach rausgeblendet, damit es spannend bleibt. Ja. Entweder blau oder gelb, ne? Ja, wer hätte das gedacht? Wir hatten wieder am wenigsten. Dann könnte es echt sein, dass jetzt nur noch das kommt. Bitte. Bitte lass es das jetzt. Das ist einfach... Ja, ich mag den Spielmodus auch nicht. Ich mag lieber 1v1. Das ist so klassisch, das mag ich. So, ich meine... Klar, das sah cool aus im Trailer, aber ich wusste halt sofort schon, das kann doch nichts werden. Es ist der Gameplayer. Also so wie ich das im Trailer mitbekommen habe, soll das ja so sein, dass dann irgendwie kurz bevor das Splatfest vorbei ist, dass dann nur noch 3 Kampfmodus kommen. Und das wäre ja mal übel beschrieben, weil sie dann liest ja so wieder auf. Das Ding ist, ich kann das verstehen, warum dieser Modus existiert, ne? Weil wenn eins von den dreien gewinnt, ne, dann ist es halt schon offensichtlich, wer dann gewinnt. Da braucht man die 2 Wochen auch nicht mehr, so damit das dann entschieden wird. Das dauert nicht 2 Wochen. Splatfest ist doch meistens nur ein Wochenende, also 2 Tage. Ja, aber trotzdem ist er für den Rest der Zeit dann schon entschieden. Deshalb kann ich ja schon verstehen, dass sie einen Modus haben wollen, wo es wahrscheinlicher ist, dass jemand anderes gewinnt von den anderen Teams. Das Problem ist aber, dass das so krass unfair und unbalanced ist, finde ich. Also du hast ja selber gesagt, du hast schon so viel gespielt, nicht eine einzige Runde davon gewonnen. Also klar, es kam nicht, es kam größtenteils normaler Splatfest. Sagen wir, ich habe jetzt von den 3 Kampf insgesamt, ja, keine Ahnung, 8 Runden gespielt. Und wie viele normale? Normale Runden viel mehr, kann ich nicht sagen. Oh ja, ja, normaler Kampf, danke. Jetzt for real? Ja, normal, ganz normales Splatfest. Ja, immer noch die gleiche Farbe, deshalb habe ich ein bisschen Angst. Nee, das ist immer, ja, weil wir Team Schere sind. Ah. Bei Splatfest hast du immer die gleiche Farbe. Ja, ich habe Splatfest nie wirklich gespielt, weil die mich nie interessiert haben. Jetzt auch nicht wirklich, aber... Ich fand das immer ziemlich cool. Und was ich jetzt auch besonders gut finde, ist, dass du jetzt nicht mehr 4 Leute brauchst, um Splatfest zusammenzuspielen. Früher musstest du 4 Leute haben, sonst konntest du nicht einfach in eine Lobby joinen. Das ging nicht. Du konntest in einem Splatfest dann einfach nur zusammenspielen, wenn du nicht zu viert warst. Aber gut, was erwartet man bei Nintendo, die auch jetzt erst darauf kommen, dass man... einen Team-Modus macht, wenn man jemanden nachjoint, dass man dann auch immer im gleichen Team ist. Ja, das ist eigentlich Common Sense. Das hätte es schon im Splatoon 1 geben sollen, aber nee. Ich meine, Splatoon ist ja ihr erster Shooter. Die müssen ja erstmal auf so eine Idee kommen. Dauert ja ein bisschen. Klar, ich finde es zwar lustig, auch ab und zu mal gegeneinander zu spielen, aber dafür sind doch private Matches da. Eben, eben. Yes! Gut gemacht. Oh, danke, danke. Das habe ich echt gebraucht. Yaku Jumpscare. Testfire-Erfahrung. Mann, der hat mich zu verfolgen! Wie so ein FNAF-Character, der rennt mir durch die Hallway durch! Was heißt eigentlich voll erwischt? Das sehe ich dann dauernd. Ja, keine Ahnung, hab ich auch gesehen. Crit,
Crit oder. Oder heißt das Nemesis oder was soll das bedeuten? Wie wir den Spawn Camp. Immerhin habe ich ihn noch gekillt. Ich habe das Gefühl, dass man nicht so schnell. Dass man zu schnell respawnt. Das ist ziemlich lustig, weil es gibt noch Power-Ups, mit denen du noch doch schneller respawnst. Oh, ich kann es mir echt nicht vorstellen. Nee. Oh! Aber ganz knapp, du. Aber ganz knapp. So 30 zu 50, ja. Ganz knapp. Aber die ganze Zeit. Ja, wir können abbrechen, glaube ich. Abbrechen kannst du. Wo? Mit Minus, glaube ich. Nee. Hä? Ich glaube, wenn man allein macht, kann man abbrechen. Ja, zusammen nicht. Da sind sie auch erst im dritten Teil drauf gekommen, ja? Bei der Wii U-Version musstest du deine ganze Konsole neu starten, ja? Um eine Lobby zu verlassen. Dann wirst du gebannt, wenn du genau dann ausmachst, wo du eine Lobby gefunden hast. Und bei Splatoon 2 musstest du die Software schließen. Aber jetzt kannst du auch endlich einfach einen Knopf drücken. Beginnt. Der Krampf beginnt. Ah! Oh, nicht schon wieder. Darf ich Homebutton XR drücken? Nee. Schade. Komm, wir kriegen das hin, Mützi. Wir kriegen das hin! Ich campe in der Mitte. Okay, ich gehe ein bisschen außen rum. Wedgie Pie. Versucht der Wedgie Pie zu impersonaten. Stell dir mal vor, das ist der Sinn in seinem Video. Oh mein Gott! Wedgie Pie ist mein Lieblings-YouTuber! Nee, Wedgie Pie, wie Ouija halt. Nein, Wedgie Pie. Jetzt heißt er anders, Mützi. Der gruselige WG. Der gruselige Luigi. Als ob er es noch bekommen hat. Ach, halt doch dein Maul. Ah, ja! Ja, Double Kill. Der große Hammer liegt einfach rum. Okay. Ah, da oben ist einer, der mir nicht gefällt. Yeah! Okay, die Runde ist auf jeden Fall schon mal besser als die letzte. Oh mein Gott! Alter. Sage ich und Mützi stirbt. Nein, ich leb noch. Du lebst noch? Ich hab gerade geultet und gerade noch bekommen. Das war so knapp gerade. Ja! Ja! Ich hab auch beide bekommen, bin aber auch gestorben. Worth it. Junge, wir liegen vorne. Diesmal sieht's echt gut aus. What the? Ja, was machen wir anders? Wir spielen gut. okay, ich hab nichts gesagt. Ich will mal wissen, wie es auf der Seite ist, von blau oder gelb. Ja, wirst du aber in dem Splatfest nicht mehr herausfinden. Ja. Leider! Dankeschön für den Kill! Eine Minute. Alter, vielleicht schaffen wir das echt. Ja, wir liegen vorne. Wir schaffen das wirklich. Man sollte nie zu früh sprechen. Was? Oh, der Hammer. Oh, das Schutzschild, danke. Ich danke dir, Jakob. Ich danke dir, Jakob. Komm schon, komm schon! Yeah, ich hab. Aya! Jo, Aya! Mike, bleib in der Mitte. Okay, ich hab verteidigt. Erfolgreich verteidigt. Also, Wir gewinnen! Woo! Komm schon! Yeah! Also. Das war eine geile Runde, Hast du das auch aufgenommen? Auf jeden Fall. Sehr gut. Also, wir haben das Unmögliche möglich gemacht. Aber wirklich. Yeah! Veggie Pie! Und Jakob! Guck dir mal alle Mittelfinger und nicht dich.